Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 von der Nordfriesischen Marsch. Ja, hier, er ist jetzt auf der 20 am Flügen. Was mich hier mit der Textur ein wenig wundert, ist, dass die gegenläufig ist, aber okay. Dann ist das halt so. Er ist immer noch am Sehen. Natürlich ist unser Freund hier schon gefahren. Da sind wieder Paletten fertig. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was rumfahren. Ja, da ich noch Kompost habe momentan, macht es leider noch keinen Sinn, das zu den Gewächshäusern zu fahren. Ah, kaum guckst du nicht hin, ist wieder irgend so ein NPC in die Karre reingedonnert anscheinend. So, Bretterpalette auch mal gucken, aber sie haben es selber gelöst. Ja, Bretterpalette ist auch fertig. Mal gucken, ob ich jetzt den Trigger kaputt gemacht habe oder ob da jetzt eine neue sich aufbaut, aber die war ja schon weitergefahren eigentlich hier. Ich gucke mal eben, einen Wassertrigger setzen wollte ich mir nämlich hier. Mal, ob ich hier den Hydranten drauf habe. Dann brauche ich nicht immer bis sonst wohin. Na, da ist er. Sonst wohin fahren. Lieber, glaube ich, setze ihn lieber hier irgendwo. Da geht's nicht. Aber wir können ihn hier hinsetzen. So. Dann brauchen wir noch ein Wasserfässchen. Ah, da reicht aber erstmal ein kleines. Das kann Wasser. Das wir mal in hellblau, dann wissen wir, dass das Wasserfass ist. Die Frage, ob er das hier anhängen kann. Lass mal ihn einfach mal zum Händler fahren. Hier, wer kennt da? Da haben wir es. Überführungsfahrt und so. Nee, falsche Richtung. Punkte anzeigen. Tja. Oh, Betty fährt er jetzt erstmal hin. Wenn er hier fertig ist, gucken wir mal, dass wir die erste Wiese pflügen. Nehmen wir gleich mal die hier drüben gegenüber beim Händler. Die fahren wir dann mal einmal ein in den Randkurs.
Ja, der ist jetzt auch ungefähr bei der Hälfte angekommen. Das Saatgut sollte reichen. Auch schon wieder 21% drin. Wo fangen wir denn an mit der Wiese? Fangen wir gleich bei der 1 an. Die 1, 2, 3, 4 können wir alles einmal pflügen lassen. Und dann neu einsehen. Wie immer hier mit ihren gebrochenen Handgelenken sitzen, ne? Okay. Schneiden wir auf die Überfahrts-Betty schalten. Die können wir schon mal rausnehmen. Ich habe vergessen zu sagen, die sollen mir Bescheid sagen. Hat der eigentlich Teleskop? Oh, der hat so eine Teleskopfunktion. Cool. Wusste ich gar nicht. So, und du kannst ihn jetzt bitte anhängen. Na, sauber kann er. Dann mal einmal wieder zurück zum Sägewerk. Ah, ich habe ihr wieder nicht gesagt, Bescheid sagen, ne? Bescheid sagen, danke. Mal gucken, was ich auf dem kleinen Acker hier pflanzen werde. Hätte bestimmt schon irgendwas gesagt. Und ich denke mal, ich werde Weizen pflanzen. Eigentlich noch ein Fahrzeug zum Einfahren brauchen. LKW, im LKW ist das bestimmt bekloppt zu machen. Aber ja, dann mache ich das mit dem Trecker. Immer vorm Pflügen einmal kurz einfahren ist ja auch nicht so das Problem. Minuten ist der fertig, der ist in, oh, 22 Minuten fertig. Das heißt, der braucht noch eine komplette Folgenlänge. Er hat erst 30%. So, wollen wir mal gucken. Theoretisch müsste das funktionieren.
Flüssigkeitstransport ist das, ne? Glaube, den muss ich am ersten Punkt auffüllen. Machen wir jetzt mal eine Kursaufzeichnung an. Ah, erstmal füllen wir ein bisschen was rein, dass ich auch weiß, wo die Trigger sind zum Abladen. Erst hier rum. Erst hier dran vorbei. Da könnte man auskippen, das passt. Man auch auskippen, fest daran vorbei. Das kann man auch auskippen. Na, und da kann man auch auskippen. Dann fährst du einen etwas größeren Bogen hier bitte. Das Flüssigkeitstransport unbegrenzt. Unbegrenzt. Wenig Wartepunkte. Okay. Jetzt zur Not muss ich gleich noch mal lesen. Ah, es geht aber auch damit. Haben Sie Luftfüllung, Durchläufe, Opposition? Okay, es gibt keine. Schauen wir mal an. Wenig Wartepunkte. Ah, ich glaube, das muss ich mir noch mal genauer angucken, wie das war. Probier es einfach noch mal selber. Wir fangen noch mal hier an. Hier kann ich auffüllen. Ah, vielleicht muss ich das auch ein bisschen anders machen. Probieren wir noch mal. Also hier. Starten, dann machen wir hier einen Wartepunkt. Da fährt er jetzt einen etwas größeren Bogen hier rein. Gibt hier seinen Wartepunkt. Kann schon eng darum gewesen. So, fährst du hier rum. Hier dein Wartepunkt. Jetzt sagt er aber schon gleich zu viele Wartepunkte. Das ist zu weit weg. Das heißt, wir machen kurz Pause. An den Bogen noch mal neu.
Nicht über die Mauer rüber. Also, wir probieren es nochmal neu. Dann muss er hier. Ach ne, der ging hier ja. Genau, hier ist nämlich das Problem gewesen. So, fangen wir mal hier wieder neu an. Dann einmal den Bogen hier rum. Vielleicht geht's jetzt. Ich hoffe, es geht jetzt. Ja. Machen noch ein Wartepunkt. Noch ein Wartepunkt. Einen großen Bogen, was nicht funktionieren wird. Das heißt, wir machen einmal Pause. Dahin. Muss ich nochmal den Bogen fahren? Und der Flug ist fertig. So. Also, wir lassen ihn einfach einmal hier rüberfahren. Einmal hier drehen. Und einfach einmal hier drehen. Okay, das ist zu eng. Sehe ich jetzt schon. Und enden dann hier. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Viele Wartepunkte, nur einer erlaubt. Alter! Und jetzt? Ah, damit macht das. Okay. Aber er tankt nicht. Gucken wir mal, machen wir mal voll, vielleicht kippt er wenigstens ab. Wenn das jetzt nicht funktioniert, muss ich mir das nochmal angucken. Erfüllt es einfach nicht, er fährt einfach an den Wartepunkten vorbei. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Mal, es darf hier nur der Wartepunkt sein. Da gucken wir gleich mal. Stellen wir schon mal so hin, dass das gleich funktioniert.
Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.